Als Ergänzung zum etablierten MAG1-Museum Art in Cars in Singen wurde am vergangenen Wochenende das MAG2 eröffnet. Nicht nur das Äußere steht im Kontrast zu den runden Formen, die der Besucher vom MAG1 kennt. Jetzt gibt es endlich viel mehr Platz, um Kunst und Automobile unter einem Dach zu zeigen. Nach knapp dreijähriger Bauzeit wurde der kathedralenartige Bau fertiggestellt. In das neue Baukunstwerk geht es über ein goldfarbenes Tor. Zum Konzept des MAG2-Museums gehören die dunklen Räume. Schon im Eingang taucht der Besucher in eine 18 Meter hohe Kunstinstallation, die sich ständig verändert. Sportwagen, moderne Kunst und Fotografie sind das Leitthema der ersten Ausstellung auf 3000 Quadratmetern über vier aufregende Etagen. Aus Livorno in Italien kommen die exklusiven Klassiker der Marke Pizzarini. Vor der Auflösung der Firma im Frühjahr 1969 konstruierte Pizzarini leistungsstarke Straßen- und Rennsportfahrzeuge, die jeweils nur in wenigen Exemplaren realisiert wurden, wie der Pizzarini 5300 GT und als Highlight der Rennsportwagen P538. Gleich daneben noch der schwarze Pizzarini Gepardo von 2005, der als Wiedergeburt auf dem Genfer Automobilsalon gezeigt wurde. Giotto Pizzarinis genialem Entwicklergeist verdanken wir heute die berühmtesten Traum-Oldtimer, wie zum Beispiel dem Lamborghini Miura oder vor allem den Ferrari 250 GTO, der mittlerweile zum teuersten Oldtimer der Welt gekürt wurde. Zusammen mit Renzo Revolta konstruierte er die Luxussportwagen der Firma Iso. Für Automobilfans ist jede Etage ein Kultort. Dennoch muss die Sektion der Monteverdi-Ausstellung, einer Luxusfahrzeugmarke, die einst in der Schweiz gebaut wurde, besonders erwähnt werden. Unter den seltenen Fahrzeugen stehen auch echte Highlights, wie der Monteverdi Safari Geländewagen und direkt mittig der Monteverdi Hai. Fotos von Fabian Öfner, Nick Wiese, Rainer Schlegelmilch, Werner Eisele und Dino Eisele sind ebenso zu sehen wie die Lichtkunst von Markus Brenner, Pop-Art von Heiner Mayer, Carbon-Art von Alistair Gibson und vieles mehr. In der vierten Etage hat das Stifter-Ehepaar Mayer seine eigene Sammlung eingebracht. Sportwagen, die Geschichte schrieben, vom Rolls-Royce Phantom II bis zum Aston Martin DB2. Und doch findet man im MAG2 auch noch ein paar sehr betagte, fast 100 Jahre alte Klassiker. Sie erzählen die Geschichte von Pionieren der Automobilität mit alternativen Antrieben. Gleich neben dem viel diskutierten Thema E-Mobilität.